Einen wunderschönen guten Tag, ich bin's mal wieder und herzlich willkommen zu diesem Video. Nachdem ich euch ja letztes Mal schon gesagt habe, dass ich mein Studio umbauen möchte, ist heute der Tag gekommen, an dem ich es machen werde. Ich habe schon ein bisschen angefangen und ich glaube, der Vlog wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger. Aber ihr werdet wahrscheinlich wieder einiges zu lachen haben aufgrund meiner handwerklichen Fähigkeiten, die ich heute wieder unter Beweis stellen werde. Ich bin sehr gespannt, ob ich das hinkriege und ja, viel Spaß bei dem Vlog. So, ich habe schon mal angefangen, indem ich meinen Tisch auseinandergenommen habe. Hier, also da war ja vorher eine größere Glasplatte noch. Und jetzt habe ich nur noch hier diese kleine Ecke, wo meine Bildschirme sind. Das habe ich hier schon abgemacht. Hier soll ja letztendlich die Couch hin. Und die steht jetzt hier mitten im Raum. Irgendwie so halbherzig. Aber ich werde erstmal beginnen, da das Stativ ja jetzt hier weg ist, meine Kamera an die Decke zu hängen. So soll das ganze Projekt hier zum Schluss aussehen, dass meine Kamera an einem ja, Stativ hängt, kopfüber, mich filmt, daran hängt das Mikrofon. Den Aufsatz übrigens, danke fürs Zusenden, habe ich alles hinbekommen, alles sehr gut. Und so soll das dann funktionieren. Das heißt, dieses Teil muss ich jetzt an die Decke kriegen. So, okay, die Kamera hängt an der Decke, aber ich muss schon mal sagen, es ist eigentlich fast alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Die Dübel, die ich dafür hatte, habe ich nicht reingekriegt. Ich habe auch keinen richtigen Aufsatz, um die Dübel da reinzukriegen. Also diese hier wollte ich eigentlich verwenden. Das hat auf jeden Fall nicht gut funktioniert, weil ich die einfach nicht in die Decke gekriegt habe. Dann habe ich andere Dübel genommen, wovon ich zwei in die Decke gedrückt habe. Das heißt, die sind schon mal out of nowhere. Aber dafür habe ich zwei von vier dann wenigstens reingekriegt. Und jetzt könnte man natürlich es wieder abmachen und versuchen, noch zwei weitere Dübel reinzukriegen, dass ich vielleicht wirklich vier habe. Aber ich weiß, dass wenn ich es abmache und zwei weitere probiere, gehen die ersten beiden auch wieder nicht, sind dann auch wieder weg und ach, hör auf. Also jetzt hängt es an zwei Schrauben, das ganze Konstrukt hier. Aber ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Genau so wollte ich das. Hier, so sieht das aus. Das hängt da an der Decke, leider nur an zwei Schrauben, aber es hält. Dann geht das hier an der Stange runter und hier hängt dann die Kamera kopfüber, ja, und darunter hängt das Mikrofon. So habe ich schon mal alle Stative, die mir hier im Weg stehen könnten, weg. Und es funktioniert. Jetzt kommt der nächste anstrengendere Teil. Und zwar alle Figuren von dem Regal runter und die Regale ab. Regal ab ist nicht das Problem, aber das sind 100 Figuren oder so. Oh, ey, die muss ich jetzt alle wegschleppen. Das hier sind meine ganzen Figuren. Die ich euch schon in Reviews vorgestellt habe. Da gibt es sogar eine extra Playlist zu. Müssen wir auf meinen Kanal gucken. So, das hat auch schon mal gut geklappt. Jetzt geht's weiter mit Computer und Fernseh und alle Konsolen und alles abbauen. So, Computer ist abgebaut. Tisch ist abgebaut. Und gesaugt habe ich auch nochmal. So sieht das jetzt hier aus. Das sind die Kabel, die jetzt hier auf jeden Fall noch da bleiben müssen. Weil ich habe ja drüben im Wohnzimmer noch meinen Fernseher und noch eine Maus angeschlossen, die ja irgendwie auch eine Verbindung zu meinem PC braucht. Deshalb geht das hier einmal auch ringsrum. Die Kabel bleiben also. Okay, ich habe, glaube ich, richtig scheiße gebaut. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen vermessen, was die Heizung angeht. Mit den Tischen, weil mein alter Tisch ging einfach über der Heizung drüber. Das war also von der Höhe in Ordnung. Mein neuer ist aber ein bisschen tiefer und er passt nicht. Ich glaube, dass dieser Heizungsknüppel hier, dass der dafür sorgen wird, dass meine komplette Tischplatte nicht reinpasst. Fuck, ey. Ich teste das jetzt, aber ich habe es gerade noch mal gemessen. Ich glaube, es ist echt scheiße. Scheiße, ich habe Kacke, ey. Ich habe Kacke gebaut. Okay, vielleicht klappt es doch, wenn man die Beine noch ein bisschen ausschrauben kann. Vielleicht komme ich dann vorbei. Aber ach, fuck, ey, das wird echt knapp.
Okay, ich baue jetzt mal eine Seite des Tisches auf. Nein! Also, scheiße. Mal wieder Mist gebaut. Toll, das ganze Projekt damit gescheitert. Ja, an sich passt es natürlich vom Tisch. Aber hier, das ist das Problem. Hier sind noch ein paar Zentimeter. Ich müsste da eigentlich dran vorbeikommen. Aber das kriege ich auch mit Fuß hochdrehen wahrscheinlich nicht hin. Mal gucken. Okay, ich liege jetzt hier auf. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ah, fuck, ey. Dreckheizung. Hätte das Ding nicht auf der anderen Seite sein können? Ja, jetzt kann ich nur noch mal die Seite messen und beten, dass das klappt. Weil ich habe extra ein bisschen mehr Platz gelassen in meiner Kalkulation. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Platz. Was ich so viel auch nicht gelassen habe. Das passt vorne und hinten nicht. Passt nicht. Das ist richtig kacke. Weil das ist, ich habe jetzt auch keinen Backup-Plan. Das ist echt scheiße. Obwohl, mir fällt gerade ein, ich könnte ja den Tisch auf der einen Seite komplett hochlegen, muss ich halt irgendwas drunter stellen oder so. Dann würde er halt auf der einen Seite ein Stück runtergehen, auf der anderen Seite passt es denn, dass ich ihn reinklemme. Obwohl, ich habe noch eine dritte Idee. Ja, ich überlege mir was. Oh, fuck, ey. Oh, ich hasse das. Jetzt muss improvisiert werden. Aber erstmal mache ich jetzt die Bretter hier wieder fest. Also diese weißen Bretter hier kommen jetzt hier dran als eine Ebene. Da weiß ich wenigstens, dass es ungefähr funktioniert. Dann testen wir mal die Höhe mit Grey Cali. So Freunde, das erste Brett hängt und es ist sogar gerade. Also erzähle mir mal nichts. Wenigstens einen kleinen Erfolg für heute. Zweites Regal hängt. Das Ganze jetzt alles auf einer Linie. Da können also dann die ganzen Wrestling-Figuren dann stehen. Was ich mit dem Tisch mache, weiß ich zwar jetzt immer noch nicht, aber jetzt ist das erstmal geschafft. Jetzt kann die Couch hier hin und dann kann ich den zweiten Tisch reinholen und mir was einfallen lassen. Ich weiß, dass bestimmt ein paar Kommentarschreiber schon gesagt haben, Martin, warum machst du dir das denn immer so schwer? Einfach Säge ansetzen und die Tischplatte kürzen. Das Problem ist aber, dass das so eine IKEA-Billig-Presspappe ist. Das heißt, wenn ich da irgendwie versuche, was zu schneiden, dann fliegt das ganze Ding auseinander, die ganze Stabilität ist dann weg. Das ist auch bei diesen Regalen so. Also versucht nicht, die irgendwie zu kürzen, dann könnt ihr die wegschmeißen. So, und das Problem ist jetzt wirklich so, ich kriege den langen Teil des Tisches nicht dorthin, wo ich es gerne haben möchte. Eigentlich wollte ich also hier die komplette lange Wand, da sollte komplett der Tisch hin. Und der steht jetzt hier und der passt da nicht rein. Es ist ungefähr 10 cm zu viel. Und das sind diese 10 cm hier. Also das ist hier ein bisschen mehr als 10 cm. Ich habe ja extra noch ein bisschen Platz gelassen. Ne? Aber das reicht nicht. Das heißt, ich hobel die jetzt einfach irgendwie rein, dass es funktioniert. Aber schön ist es auch nicht. Okay, Freunde. Es hat geklappt. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe das Tischbein jetzt einfach da hinten abgeschraubt. Habe das Ding auf den Regler hier gelegt und man kann es ja auch noch bewegen, weil das ja noch ein Stück höher ist. Das heißt, es funktioniert. Das Einzige, was ich dennoch machen müsste, ist die beiden Tische hier zu verbinden, weil das ist nicht ganz optimal. Da muss ich mal noch irgendein Verbindungsstück holen und die dann mehr oder weniger aneinander schrauben. Das wäre, glaube ich, noch das Beste, damit das halt alles ein bisschen stabiler wird. Aber ansonsten funktioniert sogar das Brett da unten, wo ich eigentlich überlegt habe, das müsste ich eigentlich abmachen. Auch das passt alles rein. Jetzt ist es letztendlich doch noch besser ausgegangen, als ich dachte. So Freunde, wie ihr seht, es funktioniert. Ich habe das jetzt auch angeglichen. Ein Teil stand nämlich auf dem Kabel unten drauf. Deswegen war das schief. Jetzt ist wenigstens alles schon mal ebenerdig, mehr oder weniger. Ich habe mir jetzt so LED-Leisten bestellt, also so eine Klebedinger. Die werde ich jetzt nämlich einmal hinten rum um den Tisch nochmal hinten dran kleben, damit ich den Tisch sogar zum Leuchten bringen kann. Und dann habe ich einfach mal für wenig Geld einen riesen Tisch. Das sind 3,20 Meter Tischplatte. Und das, keine Ahnung, das hat mich jetzt wahrscheinlich um die 100 Euro gekostet, aber mehr nicht. Und ein 3,20 Meter langer Tisch kostet sonst nämlich viel, viel mehr. Aber das ist halt so ein Zusammenbaugedöns von IKEA.
Und dann friss oder stirb. Hat ja auch nicht ideal gepasst, aber jetzt, so wollte ich das eigentlich haben, deshalb bin ich doch sehr zufrieden. Tisch ist jetzt auch noch aneinander geschraubt. Ich habe so ein kleines Übergangsstück noch irgendwo rumliegen gehabt. Das habe ich jetzt da drunter geschraubt, damit das nicht hin und her wackelt. Und Freunde, LEDs sind dran geklebt und voilà. Geil! Alle möglichen Farben hier schön am Rumdüsen. Nice! Also. Der Flur sieht aus wie Sau hier. Hier liegen ein paar Kabel, ein Bildschirm, hier ist irgendein Scheiß drin. Hier hinten die ganzen Konsolen und alles. Ja, Figuren habe ich euch ja schon gezeigt. Aber hier drin geht es gerade voran. An sich schon mal von meinem normalen Aufnahmesetting hier, von dem Bereich, passt alles. Ja, wir haben hier die Kamera an der Decke hängen, wir haben das Mikrofon. Alle Kabel gehen jetzt hier oben rüber und gehen hier hinten lang. Und dann sieht man die nämlich auch nicht so. Und hier habe ich jetzt schon meine Kamera für meine Livestreams und den Fernseher stehen. Das heißt, normalerweise würde ich dann halt hier sitzen, da oben läuft die Kamera und ja, kann hier schön streamen und zocken. Ja, von der Seite aus habe ich das jetzt erstmal soweit alles erledigt. Hier unten sieht das so aus. Da sind beide Kameras, weil beide Kameras werden bei mir durch Strom betrieben und nicht durch Akku. Und beide Softboxen und der Fernseher sind halt immer vier Sachen, die bei mir Strom brauchen. Deswegen habe ich auch eine hohe Stromrechnung. Aber hilft ja nichts. Das ist nun mal, das gehört nun mal dazu beim Stream YouTube-Gedöns machen. Und ja, aber im Moment läuft alles sehr gut. So, ich habe jetzt hier gerade alles angeschlossen für die Kamera und habe mir eigentlich gedacht, ich brauche doch gar keinen Kontrollmonitor mehr, wenn direkt hier vor mir ein Bildschirm, also mein Fernseher ist. Dann nehme ich einfach einen der HDMI-Eingänge und nehme das als Kontrollmonitor. Würde zwar schief zu mir stehen, wenn ich jetzt hier in meinem gewohnten Setting stehe, aber es wäre ja in Ordnung. Und dann habe ich das Ding angeschlossen und ja, leider erkennt meine Kamera, ob es sich beim angeschlossenen Gerät um einen Fernseher handelt oder um einen zweiten Bildschirm. Beim Bildschirm wird nämlich das Live-Video, also das Live-Bild übertragen. Und wenn ich aber das HDMI-Kabel an den Fernseher mache, dann kann ich nur mir die Videos nochmal angucken. Und das bringt mir ja nichts, im Nachhinein zu wissen, dass ich 20 Minuten lang unscharf war. Deswegen brauche ich also doch wieder den alten Kontrollmonitor. Aber da ja meine Kamera jetzt auf dem Kopf steht, ist ja das Bild auf meinem Kontrollmonitor auch auf dem Kopf. Also habe ich jetzt einfach mal den Monitor umgedreht auf den Boden gelegt. So sieht das jetzt aus. Jetzt liegt der da zwar ziemlich hässlich, aber es funktioniert. Ich sehe, ob ich scharf bin, ob alles gut ist. Und für erstmal reicht's. Im Moment läuft's. Die Teile stehen alle. Also die Bildschirme hängen alle. Boxen sind soweit aufgebaut. Ich bin jetzt hier gerade alles am Anschließen. PC steht hier also auch schon. Klar wird das Kabelwirrwarr wieder ein bisschen groß. Aber ich guck mal, dass ich das irgendwie verdecke mit hier so einem komischen Boxen hier. Ich hatte die das letzte Mal schon eingeschnitten, dass ich das irgendwie, ja, so hinkriege. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie hinferkel, dass man die nicht so sieht. Die Chefin ist gerade dabei, die Figuren hier aufzustellen. Ob das was wird, sehe ich auch noch nicht. Ja, es nimmt aber Form an. Und jetzt kommen die Konsolen, wo ich noch nicht so richtig weiß, wo ich die hinstellen soll. So, Freunde. Fertig. Alles angeschlossen. Sieht zwar immer noch aus wie Sau hier unterm Tisch. Ich versuche das alles irgendwie noch ein bisschen zu quetschen, aber ist echt schlimm. Jetzt kommt aber erstmal die Stunde der Wahrheit, ob mein PC überhaupt anspringt, ob alles läuft. Das ist ja immer das Schwierigste überhaupt. Die Figurenarmee ist auch fertig. So, sehr schön. Alle in Reihe und Glied. So, Bildschirme sind schon mal alle an und haben auch ein Bild. Rest gucke ich jetzt. So, Fernseher läuft auch. Die Station ist aktiviert. Sehr gut soweit. Jetzt muss ich noch alle Konsolen testen und testen, ob auch mein Bild drüben im Wohnzimmer ankommt. Aber ansonsten haben wir's. So Leute, alles funktioniert, alles gut. Ich habe alles hingekriegt. Ihr kennt ja das schon, also mein Regal, was halt von hinten auch rot beleuchtet wird. Also kann ich Farbe machen, wie ich will, aber meistens ist es halt rot. Und an meinem Tisch habe ich das jetzt auch. Guck mal, wie edel das aussieht. Richtig nice. Vor allem, selbst wenn ich mal Licht brauche oder so, dann kann ich mir das einfach weiß machen und dann ist das gut. Ich finde das richtig geil. Für so ein paar Euro das einfach mal hingekriegt,
Es ist jetzt also doch alles sehr gut gelaufen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, muss man sagen, haben wir es doch auf die Reihe gekriegt. Konsolen läuft alles. Das Einzige, was ich mir noch überlegt habe, ist, ich hatte ja immer ein zweites Mikrofon für meine Livestreams. Damit ich dann halt auch einfach noch ein Mikrofon vor mir habe, was mich aufnimmt. Weil das andere Mikrofon hatte ich ja für meine normalen Videos. Jetzt allerdings ist ja das normale Mikrofon direkt hier über mir. Also weiß ich jetzt nicht so richtig, müsste man mal testen, ob ein zweites Mikrofon überhaupt nötig ist, wenn ich die Livestreams mache, weil wie gesagt, es hängt eins direkt über meinem Kopf. Also so wie ich jetzt hier sitze, würde ich ja dann normalerweise auch zocken, weil ja vor mir dann der Bildschirm ist. Und hier oben drüber ist das Mikrofon. Also von daher kann ich es einfach eigentlich auch benutzen. Das Einzige, was wir noch machen werden, ist, jetzt ist ja hier, da wo die Couch vorher stand, so ein großer leerer Bereich. Und hier werde ich jetzt nochmal so ein Regal hinstellen, das habe ich auch schon geholt. Halt einfach nicht hinstellen, sondern hinlegen. Wir wollen ja natürlich die schönen Titel sehen, ist klar. Aber damit ich dann hier auch nochmal irgendwas reinräumen kann und einfach mehr Staufläche habe. Und ich kann mich hier sowieso so gut bewegen, deswegen, ich habe jetzt eh viel mehr Platz als vorher. Dann macht das auf jeden Fall Sinn. Geil! So, Freunde, es ist endlich geschafft. Ich habe jetzt noch das Regal hier hinter mir aufgebaut. Habe erstmal irgendeinen Scheiß draufgestellt, reingestellt, wie auch immer. Ist jetzt erstmal völlig willkürlich. Hier habe ich jetzt noch so ein anderes Viererteil mit hingestellt. Da waren vorher meine Konsolen drin. Die stehen ja jetzt hier unten drunter unterm Tisch. Xbox One, PS4, Nintendo Switch und hier unten steht auch noch eine Wii U rum. Dann hier der Kontrollmonitor sozusagen für meine normalen Videos. Hier habe ich jetzt trotzdem erstmal das alte Mikrofon dran gemacht, das heißt alte Mikrofon, aber das Mikrofon, womit ich halt normalerweise die Livestreams vertone. Was ich hier noch alles reinmache, weiß ich zwar noch nicht, wahrscheinlich alte Titel oder so, aber ich kann das hier erstmal machen, das hier, das gute Bild, ja. Hier können wir endlich wieder hier hinschieben. Einige Leute in den Kommentaren haben schon gefragt, wo das Ding ist. Das ist einfach nur nach hinten geschoben gewesen, weil ich nur nicht mehr so viel Platz hatte. Jetzt habe ich wieder mehr Platz. Und The Creation of Kevin gehört sich natürlich. Das muss natürlich rein. Bestes Bild überhaupt. Ja, hier stehen die aktuellen Champions. Noch ein Titel. Den Rest kennt ihr eigentlich. Und das WWE-Logo. Hier habe ich jetzt einfach mal so eine kleine Yu-Gi-Oh!-Ecke gemacht. Ja, aber das bleibt auf jeden Fall so nicht. Aber erstmal alles in die Barwelt. Dann haben wir hier natürlich noch das alte Regal. Hier sind alle Assassin's Creed Figuren umgefallen. Naja, stelle ich gleich wieder hin. Hier ist jetzt die Couch am Start mit den ganzen Figuren. Dann habe ich jetzt hier natürlich LEDs am Start. Hier übrigens, ja, Dragon Ball Super kommt ab sofort auf ProSieben Max in Deutsch. Ich weiß, die Synchro ist nicht perfekt, aber es ist Dragon Ball Super. Also auf jeden Fall gucken, auch wenn die ersten Folgen ein bisschen schleppend sind. Hilft nichts. Ja. Hier meine drei Monitore und mein Fernseher. Hier oben das Brett konnte ja stehen bleiben, da sind meine Spiele noch. Und ja, hier Schwerter, wie sich das gehört. Eigentlich kennt man das ja aus meinen... Hier, guck mal, einer hat sich schon verabschiedet. Wei Barra hat sich schon verabschiedet, hat sich gedacht, nee, mit denen möchte ich nicht zusammenstehen. Aber hilft natürlich nichts. Hier habe ich jetzt erstmal Drucker hingepackt und hier ist noch mein Laptop. Falls man den mal braucht. Soweit also alles zum Umbau. Hat letztendlich alles sehr gut funktioniert. Alles geklappt, wie ich das wollte. Und ja, geil. Es freut mich. Ich habe auf jeden Fall jetzt viel mehr Platz. Vorher hatte ich immer nur so ein kleines Viereck hier. Und jetzt kann ich mich richtig schön hier im Raum bewegen. Der Raum ist nun mal nicht groß. Deshalb muss man halt gucken, dass man mit dem wenigen Platz, den man hat, halt irgendwie... ja, das Beste rausholt. Das hier mit der Softbox ist natürlich ein bisschen scheiße, weil die halt so mitten im Raum hängt. Das heißt, da muss ich öfter beim Aufstehen, weil die direkt über mir hängt, muss ich halt einfach aufpassen, aber da gewöhnt man sich auf jeden Fall dran. Ja, das ist doch mal Platzmanagement, wie sich das gehört auf jeden Fall. Ich finde es sehr cool, ich finde es auch besser als vorher. Einfach, ja, mehr Freiraum, ich kann mich besser bewegen. Das ist hier auf jeden Fall schon cool. Außerdem habe ich sogar, obwohl man es nicht glaubt, mehr Stauraum durch diese ganzen neuen Fächer hier. Kann ich auf jeden Fall mehr machen. Und ja, soweit, so gut. Das auf jeden Fall erstmal das zum Video hier.
Ich hoffe, dir hat das Ganze dir gefallen. War auf jeden Fall ein stressiger Tag für mich. Schreib gerne deine Meinung zu allen möglichen Sachen hier, zum ganzen Studio und so, in die Kommentare, auch wenn du noch irgendwelche Tipps hast oder so, was man hier noch machen könnte. Gerne mal alles unten rein. Ansonsten vergiss natürlich nicht, diesen Kanal hier noch zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Check alle Links in der Videobeschreibung aus. Abonniert mich auf Twitch. Und das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.